Ey, wie immer. Ich habe keine mehr. Guck mal unten in der letzten Schublade. So, kann ich? Oh. Du musst auch schon erzählen. Muss ich nicht, wenn du mal herkommen willst, dann sehen sie es auch, was ich immer mache. Ich habe rangezoomt. Die ja, sehen das. Ist das. Aber, wo sie denn? Ja, ich brauche immer, der auf den Sack hält. Oh, ich habe aber keinen. Ich habe keinen Bock in deinen scheiß verfickten Liedes mit drin zu sein. So. Dann musst du schon aufhalten, weil ich mache jetzt das Gehege sauber. Boah, ist das dreckig. Ja. Da bist du mir noch weiter. Ein ganzer Sack voll bis jetzt. Ein halber Sack halt. Was? Was denn? Das Anregungszeug. Stell's doch wieder da. Hi. Nutzen Sie 5.000 Euro für eine Nutzenüberweisung.
erhält, rufen Sie an unter 01379 3 und verlieren Sie das an Bob Kids oder schicken Sie eine SMS an Bob Kids an und 4 3 0 die 1. Ich brauche mal den Platz größer als für die Kleinen. Echt, ich brauche den. Also mal. Mach erst mal dein Bett. Meine ich nicht. Das ist hier die beste Tasche. Hat jeder. Was, liegt es oft an einer gedeckten Hautbarriere. Sie kann die Feuchtigkeit nicht behalten. Die nur Hautmilch mit der Schnuffel! Sofort, Schnuffel, jetzt! Puschel! Ja, nur noch Fluffy und Puschel! Schafft euch niemals ein Haustier ran, wenn ihr das nicht wollt. Oder schafft euch... Du wolltest die nicht. Doch. Natürlich nicht. Sie zu werden. Hier im Ovulationstest vorschrecklich. Wenn du dann fertig bist, hoffe ich, dass du den ganzen Tag entwickelst. Wenn das Licht in Ordnung ist. Hey! Was, ey? Jetzt halt mal das Handy. Okay. Schätze, zieh mal deine Hose hoch. Komm her, ich mach es. Was? Komm her, wir tauschen. Ja, jetzt streuen wir es gerade ein. Das Gehege. Hier ist der Müllsack. Du machst das. Oh, der hat keinen Knabber. Lass es da dran hängen. Ja, ich will es aber tiefer hängen. Ein bisschen mehr, bitte. Warte, ich habe nicht so viel Kraft in meinem Arm. Dann reibe das. Oder gib her, ich reib's. Ja, das verteile ich später. Die Meerschweinchen müssen öfters einmal in der Woche, nee, alle 3 Wochen mindestens. Alle 2 machen wir. Ja, aber normalerweise alle 3 Wochen. Ja, aber wir machen alle 2. Ja, weil wir ein kleines Gehege haben. Aber das Gehege wird noch größer. Ich baue jetzt erst, wie gesagt, mein Bett zusammen. Mein Hochbett, was ich euch gezeigt habe. Und dann baue ich wieder mit einem Bekannten von uns. Mit einem Therapie-Typ mache ich dann ein größeres Gehege. Ich hatte erst eins, aber das ist kaputt gegangen. Dann reib doch so, wie ich das mache. So. Komm her, ich mach das und dann schütte ich das. Schütt das ist leicht geworden, der Sack. Es ist ein einzelner Rücken, macht schon eine Blockade. Dann das musst du mittlerweile wissen, dass man eine Blockade macht. Hör auf. Ich mach das schon mit der Hand. Geht schon. Jetzt verteile ich das mal. Warte. Ja, ich verteile das mal ein bisschen. Kannst du ruhig erklären, was du mit der Blockade bei mir hast? Ja, die wissen das bestimmt schon, weil wir es schon mal gesagt haben. Fast fertig, das Fett.
Ja, das müssen wir hier noch aufräumen, das machen wir auch die heute alles noch. Den Kalten muss man auch wieder teuer wird. Aber das Gehege war erstmal uns wichtig. Und die Küche war uns wichtig, weil da war viel Geschirr. Sehr viel. Weil hier, sie hat hier keine Spülmaschine, aber das kümmere ich mich drum, dass sie hier noch eine Spülmaschine reinkommt. Nimm du, ich schreib weiter. Nein, es geht schon. Komm, ich reibe. Nimm das Handy. Es geht schon. Lisa, ich kann schneller reiben. Hey, Fluffy. Hey, hallo. Bleibst du jetzt hier? Oh, schnell, bleib jetzt. So. Was machst du denn? Schmerzen. Dann setz dich doch auf die Bank. Und mach das. Ja, schieb das mal zur Seite. Mach das mal hoch. Das geht doch, reicht doch. Schneid das mal ein bisschen ab. Lass du. Das waren mal 500 Liter, wenn ihr das seht. Das waren 5 Kilo. 500 Liter Sack. Ja. Sind, nee, 20 Kilo sind das, glaube ich. Schreit der Rot das außenrum auch. Komm, ich mach weiter. Es geht doch nicht so gut. Das wird aber zu wenig. Na, gib du mir so. Dann nimm. Nee, gib du mir so Klötze. Ich kann das nicht mit einer Hand. Ja, mach weiter. Das ist egal. Ach, dir ist das egal, ne? Ja, stimmt. Ich muss mit der Krankheit rumlaufen. Gib mir mal die Schere. Lisa. So, es reicht. Nee, reicht eigentlich noch nicht, weil das ist noch der Boden noch. Aber das. Dann steh auf und mach mal. Steh auf. Oh. Wirst doch wohl selber aufstehen können. Nee, mein Rücken macht eine Blockade. Hier. Nee, ich mach jetzt erstmal die Pommes rein. Das Wasser. Ganz wichtig. Nein. Doch. Nein. Was? Für
Fluffy, komm doch keine dummen Gedanken. Ein Meerschweinchen. Zweites Meerschweinchen. So sieht jetzt unsere Wohnung aus, wenn wir das Gehege sauber machen. Das war's. Tschüss. Hi, jetzt seht ihr mich auch mal wieder. Ich wollte euch sagen, ihr könnt auch, wenn ihr mir Fan-Sachen schickt, Fanpost schickt, schickt mir doch auch Sachen für unsere Meerschweinchen. Zum Beispiel Häuser oder Futter, Leckerlis. Die freuen sich bestimmt. Nee. Leckerlis, dafür sorge ich. Nee, die können auch Leckerlis schicken. So wie ja, aber die wissen ja gar nicht, wie vorsichtig ich bin, nachdem Schnuffel tot ist. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Ja, aber die können ja schon Leckerlis schicken. So Stangen oder so Haferflocken, Maisflocken. Maisflocken, ach ihr wisst, was ich meine. So Erbsenflocken, Maisflocken oder was auch immer. Ach, ich lasse euch die Idee freien Lauf, was ihr uns als Fanpost schickt. Wenn das euch gefallen hat, würde mich freuen auf einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Und das war's. Tschüss!